Hallo und herzlich willkommen hier zurück bei Workers and Resources Soviet Republic. Und letztes Mal haben wir einige Umstrukturierungen gemacht in unserem Dragon Ocean Industriegebiet, um unsere Autobahn so weit wie möglich frei zu halten von irgendwelchen Auf- und Abfahrten. Und ja, hier haben wir jetzt einige Projekte, die in näherer Zukunft umgesetzt werden müssen. Tatsächlich ist hier die Strecke relativ schwer zu erneuern, aufgrund der Tatsache, dass wir das Betonwerk eigentlich möglichst immer befahren, erreichen wollen, tun, genau. Zur Erinnerung nochmal, ich habe vor 3 Folgen, glaube ich, es mal angesagt, ich erwähne es nochmal, ich mache im Moment nur so 30-minütige Folgen, aus verschiedenen Gründen tatsächlich, vor allem, weil ich so ein bisschen, ja, so ein kleines bisschen die Motivation verliere gerade. Und ich denke, das liegt auch daran, dass ich es immer so oft spielen muss. Aber selbst wenn man das Spielen ist, wenn man das muss, entwickelt man da automatisch so einen leichten Burnout-Faktor von, habe ich das Gefühl. Und ja, entsprechend, wenn ich einfach bei der Folgen um so, ja, von 45 Minuten auf ungefähr 30 Minuten reduziere, muss ich mich seltener mal dran setzen, kann ein bisschen frische Energie tanken und ich trotzdem gleichzeitig noch mit täglichen Folgen versorgen. Und ich hoffe, dass das für den Moment okay ist für euch. Man kriegt natürlich auch weniger geschafft in 30 Minuten, stelle ich fest. Ne? Also die Folgen, die letzten Folgen, muss ich auch sagen, da bin ich so kurz vor Abschluss meines Bauprojektes. Und dann ist auch schon die Folge zu Ende. Und jetzt fängt es an zu schneien. Unsere Räumdienste kommen gleich ins Spiel. Und da bin ich durchaus gespannt drauf, wie die das so machen. Wir haben 2 neue Räumdienste gebaut. Wir haben hier in Dragunov Hütte, genau. Ein mit 3 Snowplows, der hier nur das Industriegebiet freiräumen soll. Ich glaube, hier oben verzichten wir aufs Räumen weitestgehend. Einfach weil wir, ja, guck mal, wir haben hier volle Silos übrigens im Winter immer noch. 91% Wunderbärchen. Streicht dieses Wort aus eurer Erinnerung, dass ich das hier noch gesagt habe. Und ich glaube, dass ich hier auch irgendwo noch, habe ich hier auch noch einen Räumdienst gebaut? Ich bin mir nicht ganz sicher. Nee, habe ich nicht, aber hier könnte ich mal einen Räumdienst bauen. Also nicht, dass hier überhaupt irgendwas gebaut würde im Moment. Aber es wäre erfreulich, wenn was gebaut würde, wenn ein Räumdienst dabei wäre, ne? Okay, hier wird eigentlich alles ganz gut freigeschöpft. Habe ich hier vielleicht einen gebaut? Ich hätte schwören können, ich hätte noch einen weiteren Räumdienst. Doch klar, in Hütte habe ich einen. Klar, Koloff ist tatsächlich erst einer. Aber hier in Hütte habe ich, schau mal. Ja, alles klar. Da wird immens, immens helfen, glaube ich, wenn ich da Snowplows reinstelle. Schön, schön, dass ich nochmal durchgucke. Wie heißen die nochmal hier? Die KMZ 5320 habe ich hier. Ich kaufe einfach stumm weiter den. Und ich denke, die... Genau, die machen sie jetzt hier auch im Weg. Sehr schön. So. Jetzt kommt die weiße Pracht von oben herunter geschneit. Ich muss sagen, wenn so ein Jahreszyklus ein bisschen langsamer gehen würde, hätte ich auch nichts dagegen. Beziehungsweise, na, ist auch das falsche Wort. Wie ist ehrlich gesagt ein bisschen zu oft Winter. Ist leider so. Aber im Winter sieht man dafür die Geländeformen etwas besser. Schaut euch mal Dragunov an. Hier sind wir flach, da haben wir mal irgendwann planiert. So, und hier das Eisenbahnbau, das steht da recht schäbig auf so einer Halbanhöhe. Hier die Gleisschleife, die ist auch so, hier ist so dreistufig, seht ihr das? So, hier... Dann auf der Anhöhe steht so das Silo hier einmal und das Eisenbahnbauamt. Und sonst steht da eigentlich nichts. Also ich wäre total cool, wenn hier die Kante glatter wäre und das hier alles parterre stehen würde und würden noch einige Straßen nicht so mistig aussehen. Aber wir haben es gebaut, wie wir es gebaut haben. Und so Aktionen wie in der letzten Folge, wo hier 700 Sachen per Autobau neu gestartet werden, das wird so schnell nicht mehr geben bei mir. Na gut, aber unterm Strich, ach, schaut mal, die Bäume, die habe ich mir doch gar nicht so genau angeguckt im Winter. Ist ja auch nice, ne? Ich sehe einige bei euch schon so richtig in die Tastatur beißen gerade. So. Boah, jetzt erzählt er erst, er macht weniger. Und dann guckt er sich die scheiß Bäume an, statt dir mal Geld zu geben. Ich habe halt nichts zum Geld geben im Moment, ne? Bin ich auch immer ganz offen mit euch. So, hier fehlen vorgefertigte Platten im Eisenbahnbauamt. Also im Moment, ich muss einfach warten, dass Dinge fertig werden, warten, Dinge. Und
Hier fährt jetzt Gott sei Dank der Schneepflug einmal durch, aber warum sind keine Platten im Eisen gebaut? Ja, das Problem ist das gleiche, wie eigentlich schon die ganze Zeit. Wir haben kein Lager am Eisenmannbaum. Und wisst ihr was? Ihr werdet jetzt machen noch. Haha, das ist nicht gerade jetzt der Geniestreich des Jahrhunderts, aber ich glaube, wir planen, also vielleicht nicht jetzt, aber ich glaube, wir planen das Eisenmannbaum einfach nochmal woanders hin, wo wir ein solches Lager dafür vorsehen können. Ich glaube, in Dragunov steht relativ wenig an Gebäuden, was wir von Anfang an gebaut haben. Wo war denn unser Grundstock nochmal? Ich meine, wir haben irgendwo hier so ein paar Gebäude gebaut. Aber inzwischen, die Innenstadt haben wir auch schon mal komplett kernsaniert. Jetzt haben wir den ganzen Industriepart verlegt. Und jetzt fange ich hier noch an zu brutschen. Jetzt habe ich hier noch irgendwas. Ja, ich, das hier, das ist noch relativ naturbelassen. Da haben sich jetzt solche Straßen mal ein bisschen verändert. Aber sonst, muss ich sagen, haben wir ganz Dragunov schon wieder abgerissen und neu gebaut, ne? Ist vielleicht auch nicht so cool. Naja, ich muss aber machen, ne? Das wäre gut, vielleicht, wenn ich mich mal hier so ein bisschen. Ja, gut, dass jetzt hier große Gießtransporte in Kolow ankommen, da würde ich mal nicht mit rechnen. Aber die Räumarbeiten würde ich mir gerne anschauen und das ist gar nicht so unerfreulich. Die gehen tatsächlich hier bis zum Neubaugebiet. Das heißt, Versorgung müsste man sicherstellen können. Bis wohin geht es auf der anderen Seite? Ja, hier geht es überhaupt nicht gut. Ich sollte vielleicht mal hier irgendwo noch so ein Ding hinbauen. Ja, das machen wir mal eben. Wir stellen mal. Guck mal, das Gebiet ist ja eigentlich für so Wirtschaftsbetriebe und sowas gedacht hier oben. Ich baue hier mal noch einen Winterräumdienst. Der ist hier gar nicht dabei. Okay, dann ist der unter Straßenarbeit. Da, Technical Services, okay. Will ich hier noch einen großen hinstellen, tatsächlich? Schwierige Frage. Was soll denn der machen? Also, der soll sich ja eigentlich um die Straßenverbindung hier hin so kümmern. Eigentlich hätte ich gerne einen, der das hier macht und einen, der das hier macht. Ich glaube, ich baue zwei kleine. Und zwar finde ich ganz nett vom Konzept her. Wir haben den gelben schon gebaut, glaube ich, und den roten für das Eisen. Dann baue ich mal hier nochmal den gelben hin, weil das hier so eine Wirtschaftsarea ist. Ist wahrscheinlich, ich habe noch nicht mal gesehen, ob der gelb ist wirklich. Wir sind jetzt gerade in Momenten der Wahllosigkeit. Vielleicht bis auf die andere Straßenseite. Wahrscheinlich passt es da nicht hin wegen den Kabeln, ne? Ne. Dann stellen wir es hier durchaus hin. Das ist doch vielleicht gar nicht so doof, wenn die sich die einfach teilen, oder? Geht okay, das hier? Hier wird gehen. Ja, warum nicht? Bau da nochmal eins hin. Und dann bauen wir hier in Call of Schwarz tatsächlich auch noch eins. Und zwar, ja, hier so. Gegenüber von der Feuerwehr wäre auch noch okay. Ja, guck mal, passt. Alles klar. Dann haben wir jetzt hier zwei neue Schneeräumdienste in Arbeit. So, hier wird natürlich weiter nichts gebaut. Wie sieht es mit unserer Verbindungsautobahn aus? Wird hier. Ui, Leute, das muss ich hier dringendst mal. Diesen Knick in den Gleisen. Puh, der strengt mich an. Das war hier mal eine Abbiegung. Gönnen wir uns diese Schönheitskorrektur jetzt mal eben von Rubeln? Ja, komm, ich jedes Mal, wenn ich den sehe, kotze ich. Ich mach das mal. Also, ich würde gerne das komplette Gleis abreißen. Bis hierhin. Oh Gott, nee, dann muss ich eine Pause machen, um Himmels Willen. So. So.
jetzt. Ja, verstehe ich. Müssen wir noch so ein bisschen architektonisch dran und ich fürchte, dass wir hier niemanden haben, mit dem das geht. Ich glaube, jetzt kommt hier, wenn ich klicke, ist irgendwas nicht verfügbar, ne? Ja. Dann, ich habe etwas Angst davor auch, aber ich werde hier mit Rubeln rangehen. Jetzt wo wir Geld haben, werde ich verschwenderisch. So. So eine Nacht- und Nebelaktion hier mitten im Winter. Werden die Gleisbausünden der Vorfahren ein bisschen korrigiert. Zu sehr bergab, okay, aber das können wir glaube ich mit Stückelung halbwegs in Ordnung bringen. Verflucht kleine Stückelungen hier. Hilft der Wireframe? Ja, es ist wirklich ganz schön steil, aber es ist halt auch ganz schön steil, ne? Das ist halt eine Bergabstrecke, also so, die finde ich nicht so radikal steil, dass das Spiel mir jetzt hier solche Probleme machen muss, aber... Komm, ich sehe, dass es geht, ja. Okay, dann haben wir uns das gerubelt und dann rubeln wir uns das daneben stehende Stück auch nochmal. Das geht tatsächlich etwas einfacher. Jawohl. Und dann müssten die Rubel jetzt rollen und dann müssten wir... Genau, müssen wir noch Signale nachbauen. Da ein Chain und ich glaube hier hatten wir... noch jeweils ein Signal. Jetzt aber die schäbige Kurve hier rausgenommen. Inhaltlich bringen wir das nicht viel. Oh, das sah vorher so... Das, ach, ne. Irgendwas immer gut. So, er müsste jetzt eigentlich bald wieder wissen, wo er hin muss. Der war wahrscheinlich kurz verwirrt, hoffe ich. Ich habe ja nichts Großes verändert. Kannst keine Schwierigkeiten haben mit dieser Strecke. Ist nicht möglich. Ist hier irgendein Gleissignal doof? So. Wieso gibt es hier ein Problem? Rechte Spur, rechte Spur, rechte Spur. Kann kein Problem geben. Echt jetzt nicht. Was ist die Schwierigkeit? Ich folge dir. Du fährst ja auch. Du hast nur Fragezeichen am Kopf. Fährst weiter. Ist das so langsam? Ist bergauf, ne? Geh mal Gummi. Ja. Er bremst doch bei jedem Signal, obwohl er gar nicht muss. Okay, jetzt war das gefunden. Scheint so ein wieder ein Grooven auf die Route Problem zu sein. Naja, sei es wie es ist.
Wir haben Thema Zug. Mir fehlt es immer noch an Platten. Das ist etwas überraschend tatsächlich für mich. Weil an Platten habe ich überhaupt gar keinen Mangel. Meine tapferen Gabelstapler fahren hier wild durch die Gegend. Und warum werden jetzt keine Platten abgeholt? Wir haben ein Import-Export-Büro, was Platten bringt. Ja, das ist das gleiche Problem. Oh mein Gott, ey. Ich habe es noch gesagt neulich, ne? Also ich muss natürlich diese beiden Gebäude hier auch. Achso, hier kann ich noch gar nichts machen, weil die Ziegel noch gar nicht. Okay. Aber ich muss diese beiden Gebäude trotzdem anschließen. Hier dran. Als Biladeoption. Ja, und da fahren sie vom Hoch in den Plan. War letztes Mal noch nicht möglich, weil da die Anschlussstraßen noch nicht gebaut waren. So, und diese kleine Anschlussstraße hier, warum ist die denn noch nicht gebaut? Da ist sogar ein Arbeiter. Ein Arbeitstag wird noch gebraucht. Komm. Gib Kette. Kette, habe ich gesagt, sollst du geben. Bau läuft ohne Probleme. Warum sehe ich da nichts von? Hör zumindest auf zu schneien. Da kommen weitere Arbeiter. Werden hingekippt. Jawohl, komm, diese Straße wird doch jetzt gleich mal fertig werden. Dann muss ich mich das Ziegellager da auch noch anschließen. Und ich glaube, wenn das Ziegellager da angeschlossen ist, haben wir einige Probleme gelöst, weil dann kommt da, glaube ich, auch mal wieder, kommt da Bretter wieder hin. Und die sind natürlich auch ein Thema. Sieben Arbeitstage brauchen wir noch. Und da kommt noch ein Bus mit Arbeitskräften. Der bringt weitere drei Arbeiter. Komm, die knabbern wir uns zusammen jetzt hier, die sieben Arbeitstage. Gemeinsam schaffen wir das. Es ist Nikolaus 1980. Zwei Arbeitstage. Einer. Fertig. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. Gehen wir auf Play. So, dann würde ich vorschlagen, dass hier ebenfalls entnommen werden kann. Nämlich Ziegel. Und wir storen hier, also wir lagern hier außerdem ein. Nämlich Bretter. Und die holen wir auch noch vom Sägewerk. Jawohl. So, ich würde sagen, dass jetzt hier alles wieder laufen müsste, was Schwierigkeiten gemacht hat. So, dann Thema Gleisbau zurück. Hier müssten jetzt wieder Platten reinkommen. Jawohl. Platten, Ziegel, Bretter, alles easy, alles gut. Ja, die haben natürlich Bretter en masse, weil die alles. Weil alle die Bretter holen mussten aus dem Sägewerk, was immer noch Maximum voll ist. Ah, fehlt Strom. Witzig. Gebäude ist ohne Stromversorgung. Wo habe ich da irgendwas Stromiges abgerissen? Ach doch, klar. Ich habe ja gesagt, ich setze das kurzfristig außer Betrieb, bis hier alle möglichen Stromgebäude gebaut wurden. Okay. Na gut, aber jetzt müsste doch langsam hier alles wieder in die Gänge kommen, oder? Der Schnee wird geräumt auf den Straßen. Und alles wird gut. So, was ist hier eigentlich los? Hier haben wir einen Heat Exchanger gebaut mit so Flickwerkstraße. Ich glaube auch viel aus Unlust heraus, aber ich würde sagen, wir können hier mal von hinten nach vorne allmählich. Oh, jetzt habe ich Auto mit Rubelbahn angehabt. Also wieder abreisen tue ich es jetzt nicht, aber war natürlich doof. Dann gebe ich das mal in Auftrag. So, und hier wollte ich eigentlich auch noch mal weiter asphaltieren. Warum eigentlich nicht jetzt? Können wir das mal machen, ne? Da und da. Die Straßen ausbauen, den Tragen auf. Der Fortschritt ist einfach nicht aufzuhalten. So, jetzt habe ich noch folgende unglückliche Position hier. Hier diese Stelle. Die hat ganz viele Schwierigkeiten. Also einmal natürlich, dass die dämliche Feuerwehr da in der Mitte steht. Das wird mich irgendwann aufregen, dann reiße ich die ab und dann baue ich das neu. Aber im Moment ist das noch nicht der Fall. Ich glaube, hier muss ein Kreisverkehr hin. Und zwar ist hier Autobahnende.
der Kreisverkehr, der praktisch hier reinführt. Und der wird dann auch hier reinführen. Macht das Sinn? Nein. Jein, vielleicht. Weiß ich nicht. Na, vielleicht lassen wir es erstmal so. Ah, das ist immer noch gewurschtelt. Das gefällt mir nicht so gut. Okay. Wird hier was gebaut? Nein, keinem Bauen zugeordnet. Das ist unschön. Warum nicht? Keinem Bauen zugeordnet. Habe ich das jetzt hier? Die hängen eigentlich aneinander, ne? Ich glaube, ich muss... Okay. Ich muss, glaube ich... sowas hier machen. Damit eine Straßenverbindung dahin besteht. Jetzt würde ich vermuten, ja, jetzt kommt die Autozuweisung, alles klar. Das kann ich hinterher wieder löschen. So, dann würde ich gerne hier mal alles durchasphaltieren. Gerade habe ich eigentlich die Ressourcen für sowas, dann kann man das mal machen. Jetzt habe ich hier noch ein Stück. Das müsste mal gemacht werden. So, und jetzt mache ich hier die ganzen internen Wege. Das ist ein Lehmweg hier noch, ne? Ich auch mal einen richtigen Gehweg verwandeln. So, und da schneit es nochmal. Ja, was beobachte ich eigentlich gerade? Manchmal ist man so versucht, den Blick einfach schweifen zu lassen und zu gucken, wie prächtig sich alles entwickelt. Sind natürlich immer die gleichen Bilder. Ja, da muss ich definitiv näher mehr ran. Hier wird langsam im Kreisel, glaube ich, obwohl viel ist nicht gebaut worden, ehrlich gesagt. Ja, wir haben immer noch diesen Mangel an einfach Material hier in dem Ding. Aber jetzt haben sie eigentlich gerade alles. Fehlende Kies fehlt jetzt gerade. Ja, der Speicher hier ist so klein. Und deswegen kommen wir auch mit den Gleisbauprojekten nicht vorwärts. Also ich glaube, das ist eigentlich ein mega dringendes Unterfangen hier. Hier ein Freilager dran anzuklemmen. Wenn ich weiter in dem Tempo Gleisbauarbeiten haben möchte, dann wird das, glaube ich, erforderlich sein. Oder wir finden einen neuen Standort für das Ding. Das Problem ist, hier oben in dem ganzen Bereich arbeitet kein Schwein. Hier arbeitet kein Arbeiter. Ich habe hier keine Busverbindung und nichts. Niemand ist hier tätig. Hier sind nur Fahrzeuge. Das heißt, wenn ich das Ding da irgendwie reinbringe, muss ich nur das Ding praktisch mit Arbeitern versorgen. Und da gehen ein paar rein, 160 Mann. Kriege ich hier irgendwie noch das dämliche Freilager? Ich habe es schon mal geguckt, ich weiß aber. Aber das wäre so wertvoll, wenn wir das hier irgendwie noch reinbekämen. Aber sich überhaupt nicht passieren. Das ist viel, viel, viel zu groß. Nee, also selbst mit viel gutem Willen sieht es denn hier aus. Also als so theoretisches Konstrukt. Kann ich hier irgendwo einfach auf grün bauen? Nee. Also müsste jetzt hier schon... Ich weiß nicht genau... Mal kurz unter die Brücke schauen. Ja, da passt auf jeden Fall was lang. Ich weiß nicht genau, ob ich die Fabrikverbindung unter der Brücke herziehen kann. Beziehungsweise ob die zu weit ist oder sonst irgendwas. Ich probiere das jetzt aus. Ja, ich bin da zum einen neugierig. So, jetzt muss ich irgendwie finden, irgendwie muss die Schleife der Fabrikverbindung so... So würde das gehen, glaube ich, mit der Fabrikverbindung, eventuell möglicherweise. Aber was jetzt hier schwierig wird, ist die Straße danach noch vernünftig zu verlegen. Also muss ich es eigentlich so machen. Dass ich die Straße praktisch hier hole und die dann so da durchfeudel, ne? Cool wäre halt so. So. Ja, aber da kriege ich die... Ne, das ist blöd. Also, so nah wie möglich hier so hin. Und dann versuchen wir das mal zu flachen. Und dann gucken wir, ob wir da ernsthaft drüber nachdenken können. So,
So, jetzt baue ich hier wieder so ein schäbiges Podest in irgendeiner Arbeitshöhe. Wir haben Auto bauen aus. Und wir versuchen jetzt hier die Fabrikverbindung unter der Brücke herzubauen. Also, ne, geht überhaupt gar nicht, alles klar. Wir können jetzt hier versuchen, mit einer Factory Connection Crossing was zu machen. Da müssen wir auch mit Gabelstaplern hinterher arbeiten. Oh, schaut mal. Also es ist nicht vollkommen vergebens. Das wäre so cool, wenn die Kreuzung einfach hier unten drunter gehen würde, aber es geht leider nicht. Schaut mal, bis hierhin geht das Ding einfach. Also ich sehe da schon Optionen. Ich sehe da schon Optionen. Also wir machen das nochmal neu. Wir machen das nochmal neu. Und bauen jetzt mal erst eine Factory. Ne? Eine Kreuzung. Bauen wir. Und zwar will ich die so eng wie möglich hier irgendwie an die Gleise kriegen noch. So, da. Also immer weiter raus, immer weiter raus. Hier geht. Näher ran, näher ran. Näher ran. Also, jetzt habe ich es wieder schon gebaut irgendwie. Okay. Nochmal Factory Connection. So, okay. So ist gut. So. Jetzt ist nicht gebaut worden die Fabrikverbindung. So geht's aber. So, das heißt, das ist schon mal möglich. Und wenn ich jetzt das kleine Freilager nehme, das kleine reicht auch wirklich, ich brauche kein großes, könnte ich das sogar versuchen, hier hinzu. Ja, okay, das ist wieder überambitioniert gewesen. Die Sachen sind so riesengroß, ne? Okay, aber hier hinten wäre ja okay. So, das ist ein Stück weiter. So, dann können wir das hier eigentlich auch schön irgendwie auf Linie stellen. So. Dann bauen wir das da hin. Wir sind leider noch nicht fertig. Aber wir nähern uns dem Fertigstatus. Wir bauen eine Asphaltstraße, die hier so elegant reinkurft. Hat das Ding überhaupt Strom? Ich glaube, es braucht gar keinen. Ne? Aber was ich jetzt baue, das braucht Strom. Und zwar brauchen wir mal wieder eine Gabelstaplergarage. Denn sobald ich über so eine Factory Crossing gehe, werden Gabelstapler benötigt, damit überhaupt noch gearbeitet werden kann. Also die Gebäude fahren nicht mehr von selbst. Die Fahrzeuge fahren nicht mehr von selbst. Nein, die Waren fahren nicht mehr von selbst. Die müssen mit Gabelstapeln verbracht werden. So, und hier ist doch eigentlich ganz okay. Hat auch Strom. Kommt an die Kreuzung dran. Kommt auch direkt ans Freilager, um da was abzuholen. Das ist okay. Das wollen wir so bauen. Und zwar gerne hier auch mit so einer Aufschüttung. Das ein bisschen. Ja. So. Also, ist absolut nicht schön, aber wir umbauen jetzt mal unsere eigene Brücke hier an der Stelle. So, man trinkt zwischendurch. Ist gar nicht mehr so zwischendurch. Wieder so ein kleines Steinchen. Ich glaube, dass das im nächsten Jahr unseren Gleisbau ganz gut nach vorne treibt. Allerdings sind wir im Moment sehr langsam im Bauen von Gebäuden. Deswegen glaube ich, dass das auch noch ein wenig dauern wird mit dem Freilager. Also hier fehlt es an Stahl und Brettern. Ich gehe mal so durch.
Hier fehlt es an allem, weil ich das nicht baue. Hier fehlt es an Stahl. Hier fehlt es an einem Bauamt, was zugeordnet ist. Warum ist das Bauamt nicht zugeordnet? Ich nehme an, weil hier irgendwie keine Straße existiert. Achso, das gehört. Entschuldigung, das ist das Tor, das gehört zu beidem. Hier fehlt es ebenfalls an Stahl. Und hier fehlt es vermutlich ebenfalls an Stahl und an einem Bauamt, was nicht zugeordnet ist. Das ist hier allerdings sehr leicht zu erklären, dass ich das nämlich auch nicht angeschlossen habe. So. Stahl ist mal wieder ein Problem. Und das liegt nicht daran, dass wir zu wenig Stahl haben, sondern dass die Stahldistribution nicht funktioniert. Weil Stahl haben wir ohne Ende. Warum? Ja. Das sind doch... Die können doch Stahl transportieren. Warum transportieren die den Stahl hier nicht weg? Das Problem hatte ich schon mal neulich. Ich fasse nochmal zusammen. Die haben das Stahllager. Nee, der Stahl kommt nicht zur Baustelle. Das ist ja das Problem. So, die Quelle für Stahl ist... Oh Gott. Nochmal. LKW-Transport. Mechanische und elektrische Komponenten. Ja, klar. Ich habe hier einfach in dem kompletten Gebäudekomplex... Ja, das hat mir bestimmt schon mal jemand geschrieben. Inzwischen. Aber ich mache ja immer so Voraufzeichnungen. Und entsprechend konnte ich dann nicht darauf reagieren, wenn das jemand gesagt haben sollte. Dann tut es mir leid. Tatsächlich habe ich einfach nach dem Umbau überall die Quellgebäude angepasst. Nur nicht hier. Und entsprechend habe ich hier den Stahl gehortet und gehortet, aber es ist nichts geschehen. Jetzt würde ich vermuten, dass eine Armada von LKWs losfährt. Jawohl. Und was damit passiert, das sehen wir morgen. Bis dahin. Ciao, ciao.